Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Guild Wars 2 Sprungrätsel Guide. Wir befinden uns immer noch im Kaledonwald. Und zwar, Moment, so. Wir befinden uns im Kaledonwald in dem Gebiet Morgenspirale und an der Wegmarke Morgenspirale. Wir wollen heute Morgensprung und... Aua. Was unterbricht er mich einfach in meiner Anmoderation? Also wirklich. Wir wollen heute Morgensprung machen und es ist eine Besonderheit, denn es gibt zwei Sprungrätsel hintereinander. Also einmal Morgensprung, das ist dieses Gebilde hier, was ihr hier vor mir seht. Ja, das wird ein bisschen aufwendig. Und dann gibt es noch dahinter, da kommt man aber nur hin, wenn man das Morgensprungrätsel gemacht hat. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft, weil das zweite nämlich sehr, sehr schwierig ist. Also, wir sollten... für diese Sprungrätsel, weil die Höhen doch ein bisschen anders sind. Jetzt muss ich mal eben gucken. Habt ihr hier auf jeden Fall... Also ihr solltet auf jeden Fall hier in der... In den Fertigkeiten... Genau, hier. Da haben wir einmal die Arcana Erlass, also für die Elementarmagier. Verringert Sturzschaden, den ihr erleidet, wirkt eine auf eurer Einstimmung basierende Fertigkeit. Wenn ihr Sturzschaden nehmt, wechseln der Einstimmung heilt euch. Also, die solltet ihr auf jeden Fall reinmachen, weil die Höhen dann doch ein bisschen höher sind. Ich meine, ich denke, wenn wir herunterfallen, sind wir eh tot. In den meisten Fällen, weil, wenn ich sehe, wie hoch das ist. Aber für alle Fälle nehmen wir es mal mit. So, unter Umständen, hier an dieser Blattranke, sage ich jetzt mal so schön, fängt das Sprungrätsel an. Die ist nicht immer da. Wenn die nicht da sein sollte, müsst ihr erstmal das zugehörige... Event machen, diesen Brug, der hier gerade so unheimlich enthusiastisch gegen diese Raupe kämpft, müsst ihr dann abholen und hier hingeleiten und dann müsst ihr gegen ein paar Untoten kämpfen und. Wir gehen einfach die Spirale hoch, gehen weiter auf die Steine und da sind wir schon runtergefallen, wunderbar. Das ist so ein bisschen tricky wieder hier. Da muss man echt die Sprünge genau setzen. So, dann geht's nach oben. Hier rum. Eigentlich ist der Weg so gut wie vorgegeben hier. Also könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Müsst nur mal genau aufpassen. Die Sprünge müssen manchmal genau getimed sein. Ihr müsst genau wissen, an welche Ecke ihr gerade hochspringt. Dann geht's hier einmal rüber. Aufpassen. Denn hier blockiert so ein Ast den Sprung. Da müsst ihr mal ein bisschen einkalkulieren, dass der ein bisschen kürzer ausfällt. Dann geht's hier rüber. Es ist ein bisschen eng hier. Geht's hier drauf. Von da aus hier rüber. Bisschen nach oben. Dann geht's hier rüber. Und dann geht's da drauf. Also nicht wundern, ihr könnt nur auf die äußerste Kante hier drauf. Dann geht's hier einmal nach oben. Also ich springe meistens hier schon hoch. Ihr könnt natürlich auch hier einmal rumgehen. Ja, ich zeige euch mal den normalen Weg. Normalerweise geht ihr dann hier hoch. Ich habe immer so ein bisschen Angst. So, hier einmal rum. Dann geht es hier drauf und dann seid ihr auch hier. Und dann geht es hier weiter. Und dann geht es hier oben weiter. Ja, und da sind wir ja schon in einer beträchtlichen Höhe. Also wenn wir hier abstürzen, dann sind wir tot. Außer wir benutzen halt den Gleitschirm. Wenn ihr einen habt, dann würde ich sagen, benutzt den, weil das verhindert wirklich, dass ihr Sturzschaden erleidet. So, da wieder auf die äußerste Kante. Dann ganz wichtig, dann hier. Ich würde auch niemals auf diesen, wie nenne ich sie mal, Wurzeln, Baumstämmen, wie auch immer, langlaufen. Weil hier irgendwo so eine Kante meistens ist und dann rutscht ihr ab. So. Das noch.
So, einmal hier hin, dann einen großen Sprung und dann sind wir schon bei der fantastischen Truhe. Hier, wo die ganzen kleinen Dschungelspinnen sind. Übrigens könnt ihr natürlich auch hier mit eurem Waldläufer, wenn ihr den Tiergefährten noch nicht besitzt, hier findet ihr die junge Dschungelspinne, die ihr euch dann zähmen könnt. Hier ist noch der Tierbändiger. Kide, Keide, weiß ich. So, und weiter geht's dann zum anderen Sprungrätsel. Also das war Morgensprung. Jetzt geht's zum finsteren Tagtraum und der ist wirklich finster. Über diese Steine. Einmal hier durch. Da warten normalerweise ein paar Spinnen auf euch, aber das haben wohl andere Spieler schon erledigt. Dann geht's hier runter. Den Sturzschaden hier bitte drin lassen, obwohl an einer Stelle, die ein bisschen kniffelig ist, wird das nicht viel bringen. Wenn man da runterfällt, dann ist wirklich, dann ist man tot. So, wir gehen ganz nach unten über die Pilze. Hier sind ein paar Gegner. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie bekämpfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen ausweichen. Also ich versuche immer meistens das zu umgehen. Obwohl hier eine Truhe noch ist, die würde ich ganz gerne haben wollen. Und euch zeigen natürlich, weil die ist ja auch nicht gerade unwichtig. Da ist auch Loot drin. Und diese Albtraummörser, die müsst ihr unbedingt immer zerstören, wenn die da sind, weil die beschmeißen euch mit irgendwas, wo ihr Gift erlangt und das ist nicht wirklich schön. So, hier haben wir die Truhe. Bin schon wieder am Limit. So, jetzt haben wir hier noch einmal einen Albtraummörser. Hier ist die Truhe. Die könnt ihr schon mal looten. Da haben wir es nämlich schon. Dieses richtig blöde Ding. So. Endlich gelootet, Mensch. So, dann geht's hier einmal drauf. Hier rüber. Eigentlich ist der Weg wieder vorgegeben. Ihr könnt da nicht viel falsch machen. Ihr müsst nur ab und zu mal gucken, weil die da durch Büsche verdecken. Immer sehr gerissen. Hier drauf, hier drauf. Immer schön über die Pilze. Hier drauf. Oh je. Jetzt haben wir der Giftzustand. Den sollten wir unbedingt loswerden, bevor wir weitergehen. So, jetzt müsst ihr hier ein Stück drauf, um hier hochzukommen. Dann müsst ihr hier ein Stück hoch. Da, da. Und dann könnt ihr euch um diesen dumme Ding kümmern, endlich hier. Was uns schon wieder beschmissen hat. So. Dann geht's hier drauf. Hier drauf. Und das hier auf den nächsten Pilz hier oben, das ist der schwierigste Sprung, den es gibt. Weil der meistens nämlich in die Hose geht. Ich bin jetzt mal echt gespannt, ob das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Nein, natürlich nicht. Aber wir konnten uns noch retten. Und ich würde sagen, ich gehe da nochmal bis oben hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und wir gucken mal, dass wir jetzt den Sprung geschafft kriegen. Ich bin schneller als ein Kentaur. Jawohl, wir haben es geschafft. Also ihr müsst immer ein bisschen gucken, es muss die richtige Ecke erwischt werden. Weil ansonsten funktioniert es leider nicht. Gott sei Dank hat es jetzt funktioniert. Und ein Hoch auf die Gleitschirme, dass die nicht gesperrt sind hier bei dem Sprungrätsel, obwohl
Eigentlich ist Gleiten deaktiviert. Also nur wahrscheinlich für hier oben, weil ich konnte ja kurz vorm Boden konnte ich den ja öffnen, zum Glück, weil sonst wäre ich nämlich tot. So konnte man dann nochmal direkt von vorne starten und hatte keine Probleme. Sonst muss man nämlich entweder darauf hoffen, dass Spieler da sind, die einen heilen. Meistens ist hier genug los. Oder man darf den ganzen Weg nochmal neu laufen, über das andere Sprungrätsel wieder hier hin. Und das ist natürlich immer ein bisschen doof, deswegen, ja. Gut, dass wir den Gleitschirm haben, würde ich sagen. Also, und wenn nicht, ihr müsst halt gucken, ob ihr mit Speedbuff, mit oder ohne Speedbuff das machen wollt. Das ist euch überlassen. Und ja, jetzt sind wir hier oben. Der schwierigste Sprung ist geschafft. Ansonsten geht es hier halt nur noch über die Pilze weiter nach oben. Dann habt ihr auch das geschafft, den finsteren Tagtraum. Und jetzt wisst ihr, warum er finsterer Tagtraum heißt. So, wir haben hier die prachtvolle Truhe, die öffnen wir uns mal eben schnell. So, das war's dann mit dem finsteren Tagtraum und Morgensprung. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ihr habt Spaß dran, es nachzuspringen und selber die Erfahrung zu machen. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like, Kommentar oder Abo sehr freuen und sage dann bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao und ich bin raus.